Das ist eine ganz klassische Aufgabe, die Schule hat und die sich auch gar nicht wesentlich geändert hat, nämlich jungen Leuten auf dem Weg zu helfen, in diese Gesellschaft, an dieser Gesellschaft teilzuhaben und an den Errungenschaften, die diese Gesellschaft hat. Also Schriftsprache zu lernen und die kulturellen Errungenschaften eben andere auch nutzen zu können und sich darin ausdrücken zu können. In der digitalisierten Welt ist es nun so, dass da noch einige andere Sachen zukommen, nämlich dass wir eine unglaubliche Fülle an Informationen haben, wo man sich zurechtfinden muss. Wir haben ein Internet, ein Netz, was dezentral organisiert ist. Das heißt, das muss man lernen, mit dieser Dezentralität umzugehen und auch damit, dass Materialien und Texte und andere Informationen sehr fluide zugänglich sind. Das heißt, sie können tatsächlich am nächsten Tag nicht mehr da sein. Und das stellt natürlich erhebliche Herausforderungen auch für Lehrer dar. Also es sind ja ziemliche Herausforderungen an Lehrer, jetzt diese Veränderungen auch mitzugehen. Und ich glaube, dass ein wesentlicher Punkt darin besteht, eine Unterstützung zu bieten, dass Lehrer in Austausch gehen können, Lehrende in den Austausch gehen können, dass sie Kooperationen bilden, dass sie zusammenarbeiten und dass sie Best-Practice-Modelle kennen, wie sie mit diesen Herausforderungen umgehen. Und die Verbraucherzentrale wäre zum Beispiel ein so ein Punkt, wo man sieht, dass eben eine Institution, eine Organisation da auch bestärkend und unterstützend eingreifen kann. Also zum einen ist das natürlich toll, dass dieses Thema Qualität jetzt endlich so massiv auf die Agenda kommt, im Bereich auch Open Education, weil ich glaube, das ist wirklich ein zentraler Punkt und auch ein Anliegen der Lehrenden, wie man die Qualität sichern kann. Ich glaube aber, das, was in der Open Educational Resource Community, will ich sie mal nennen, diskutiert wird, nämlich dass auch die Materialien in der Praxis erprobt werden, dann die Leute, die damit arbeiten, auch wieder bewerten und somit wichtige Hilfestellungen geben für andere, die dann nutzen und eben auch diese Materialien verändern können. Ich glaube, das ist etwas, was möglicherweise auch für die Verbraucherzentralen und für den Materialkompass nochmal ein Thema sein könnte, ob es vielleicht eine offene Lizenz gibt, damit auch diese Materialien für den eigenen Bedarf angepasst werden.